Noch ist keine Entspannung in Sicht für Oberröpplingen im Landkreis Mansfeld-Südharz. Jetzt wurde für den Landkreis der Katastrophenfall ausgelöst. Circa 50 Haushalte sind von möglichen Strom- und Wasserausfällen bedroht. Seit Weihnachten wurden 100.000 Sandsäcke am Fluss Helme aufgestellt. Das reicht aber nicht mehr. Das Problem sei die Ortslage. Weil die Ortslage Oberröpplingen liegt wie in einem Kessel und das droht vollzulaufen. Wir haben an mehreren Stellen Kräfte im Einsatz. Einerseits versuchen wir durch massiven Pumpeneinsatz diesen Kessel leer zu pumpen und haben jetzt noch weiter nachalarmiert. Wir müssen eine Wallerhöhung durchführen, um die Ortslage Oberröpplingen zu retten. Feuerwehreinsatzkräfte und freiwillige Helfer stellen zur Stunde weitere 100.000 Sandsäcke an der Deichkrone auf. Hintergrund der bedrohlichen Situation ist der vollgelaufene Stausee Kelbra in Sachsen-Anhalt. Um die Talsperre zu entlasten, wurde in den vergangenen Tagen das Wasser über den Fluss Helme abgeleitet und zusätzlich ein Deich geöffnet, um Ackerflächen zu fluten. Trotz Entlastung ist auch der Ort Mönchpfiffe-Nikolaus-Ried in Thüringen bedroht. Mit 3 Metern ist hier der Wasserstand auf einem Allzeithoch. Nun hat der Ort mit dem Grundwasser zu kämpfen. Das heißt, das Grundwasser drückt in die Kanalisation, in die Entwässerung der Häuser, sodass teilweise schon die ersten Häuser ihre sanitären Anlagen nicht mehr nutzen können. Und es ist auch in den nächsten Wochen nicht mit der Entspannung zu rechnen. Das heißt, so langsam werden die Leute auch etwas unruhig, wie es denn jetzt weitergeht. Als Übergangslösung hat das Deutsche Rote Kreuz nun einen Toilettenwagen für Bewohner aufgestellt. Noch ist keine Rede von Evakuierung in Mönchpfiffe-Nikolaus-Ried. Anwohner in Oberröpplingen aber sollen sich dem Landkreis Mansfeld-Südharz zufolge auf mögliche Evakuierungsmaßnahmen vorbereiten. Wir sprechen mit dem Landrat von Mansfeld-Südharz, André Schröder. Katastrophenfall, das klingt zunächst mal alarmierend. Was hat Sie konkret veranlasst, einen solchen Fall auszurufen? Ja, die Hochwasserlage ist nach wie vor angespannt in unserer gesamten Region. Vor allen Dingen macht uns die Dauer des Einsatzes sehr zu schaffen. Es kommt jetzt praktisch auf jeden Zentimeter an. Und nachdem die Talsperre Kelbra auch die nächsten Tage, vielleicht sogar Wochen, noch eine gleichbleibend hohe Wassermenge abgeben muss und auch der Grundwasserspiegel sich erhöht hat, brauchen wir eine Entlastung der örtlichen Kräfte. Wir brauchen überörtliche Koordination und Lenkung. Und dafür gibt es auf Kreisebene den Katastrophenfall. Den haben wir heute festgestellt. Es soll nicht die Menschen beunruhigen, es soll die örtlichen Einsatzkräfte entlasten und eine einheitliche Lenkung der Abwehrmaßnahmen koordinieren. Herr Schröder, jetzt wo Sie alle Möglichkeiten haben, Schutzmaßnahmen zu treffen und zu koordinieren, wie wollen Sie weiter vorgehen? Ja, wir haben einen Katastrophenstab gebildet. Das ist eine feste Mannschaft und dazu kommen Fachberater aus ganz verschiedenen Bereichen, technisches Hilfswerk, Feuerwehr, öffentlicher Nahverkehr, sind ja auch Infrastrukturtrassen betroffen. Die Polizei ist dabei oder zum Beispiel der Wasserbetrieb. Also viele, viele Institutionen, auch der Hochwasserschutzbetrieb des Landes steuert seine Expertise ein. Und diese Bündelung, diese Koordination, dass jetzt alles, alle Fäden der Kommunikation bei uns zusammenlaufen, ist ein gewisser Mehrwert. Und wir hoffen, dass wir dadurch auch die überörtlichen Kräfte, die wir jetzt brauchen und Mittel, besser steuern können. Einschätzungen von André Schröder, Landrat im Kreis Mansfeld-Südharz, wo heute der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Danke, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.